Sache das Wort hat zu ihrer ersten Rede die Kollegin Dr. Alice Weidel von der AfD-Fraktion. Bitte schön. Und die AfD-Fraktion, sehr geehrte Damen und Herren, bringt heute ihren ersten Sachantrag in den Deutschen Bundestag ein. Wir wollen, dass das Verfassungs- und EU-Vertragsrecht, was Ihnen offensichtlich fremd ist, wieder eingehalten wird. So sieht es nämlich aus. Die Bürger haben es satt, eine abgehobene Politik der arroganten Gutsherrenart auszuhalten. Und es muss endlich wieder zurück zur Rechtsstaatlichkeit zurückgekehrt werden. Und dafür sind wir angetreten. Vielen herzlichen Dank. Herr Präsident, meine Damen und Herren, dies ist eine Debatte, die dieses Hohe Haus längst hätte führen müssen. Es ist schon erstaunlich, dass es erst unseres Einzugs in den Deutschen Bundestag bedurfte, um eine gesellschaftliche Debatte, die die Menschen draußen umtreibt, auf die Bühne unseres nationalen Parlaments zu bringen. Die deutschen Sicherheitsbehörden schätzen, dass 6,6 Millionen Migranten vor den Toren Europas auf den Zutritt zum Schengen-Raum hoffen. Mindestens 2,6 Millionen davon in Nordafrika, Tendenz steigend. So viel zu der Behauptung, die Migrationskrise sei vorbei und bewältigt. Nein, meine Damen und Herren, nichts ist vorbei und nichts ist bewältigt. Deshalb fordern wir mit unserem Antrag Schluss mit den offenen Grenzen und Rückkehr zum Rechtsstaat. Das heißt Zurückweisung jedes Einzelnen bei unberechtigtem Grenzübertritt. Einwanderung und Niederlassungsfreiheit sind keine Menschenrechte. Ja, Menschen können illegal sein. Das stelle ich hier ausdrücklich fest. Das ist mir klar. Deshalb ist es besser, sie gar nicht erst reinzulassen, anstatt sie mühevoll und mit ungewissem Erfolg abzuschieben. Danke, meine Herren. Kinder, wie die Zeit vergeht. Jetzt wirbeln wir hier schon ein Jahr und wir können schon jetzt sagen, wir haben die Demokratie in Deutschland belebt. Die vergangenen Jahre wurde über viele wichtige Themen ja gar nicht diskutiert. Über das andauernde Euro-Desaster, über den EU-Zentralisierungswahn und natürlich über die Migrationskrise. Jetzt werden hier wieder Argumente ausgetauscht im Plenum und die Bürger können sich ein eigenes Bild davon machen, welches Argument sie richtig finden und welches sie falsch finden. Und das ist doch wichtig in unserer Republik. Insofern bleiben wir für Sie dran im Bundestag, auch die nächsten Jahre. Guten Abend, liebe Bürger, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Wir reden über die Gründerkultur. Das ist wirklich ein wichtiges, ein gutes Thema, wie wir finden, denn wir haben ja den Gründergeist. Wir haben ja 2013 sogar eine neue Partei gegründet, weil es die Alten nicht mehr auf die Reihe bekommen haben. Und wir sehen ja heute, das belebt den Markt, den politischen Markt in dem Fall. Also es ist wirklich eine gute Sache. Seit die AfD im Bundestag vertreten ist, haben wir endlich wieder eine funktionierende Opposition, was unserer Demokratie, unserem Rechtsstaat gut tut. Natürliche Grenzen akzeptieren Sie nicht. Natürliche Unterschiede leugnen Sie. Ihrem Wahn von Machbarkeit opfern Sie alles. Was Ihnen dabei im Wege ist, wollen Sie zerstören. Die angeborene Geschlechtsentität des Menschen, die Familie, die Tradition, die Kultur. Wir treten an, um diese Zerstörung gegen Sie alle hier im Haus zu verteidigen. Deswegen ist die AfD die einzige konservative Kraft in Deutschland. Vielen Dank. Was soll passieren mit Migranten? Wie stehen wir zu Familien? Wie stehen wir zur Europäischen Union, zum Euro? Das sind große Themen, die wir aufgemacht haben und die jetzt auch in der Gesellschaft diskutiert werden. Die EU hat einen deutlichen Hang zur Umverteilung und deswegen bedeutet auch EU schon lange nicht mehr Europäische Union oder europäischer Zusammenhalt, sondern sie bedeutet europaweite Umverteilung. Vergessen Sie nicht, dass Sie die Koalition der Wahlverlierer sind, dass also eben dieser totale EU-Europawahn 2017 abgewählt wurde. Herzlichen Dank. Also natürlich kam Schwung in den Allgemeinen Bundestag, ins Plenum. Ich bin ja in dem Unterausschuss Europarecht, leider ein Frühstücksausschuss. Ich bleibe dort dran, dass nicht alles aus Brüssel durchgewunken wird, dass nicht alles wegdiskutiert wird. Das ist meine Aufgabe. Liebe Freunde, ein Jahr sitzt die AfD nun im Bundestag und ist die einzig wirkliche Opposition. Nur durch uns findet eine Diskussion über die kriminelle Migrationspolitik der Bundesregierung statt, die die Kartellparteien so gerne verhindert hätten.
Terror, Morde, Vergewaltigungen durch solche Menschen verhindern, von denen wir nicht wissen, wer sie sind und woher sie kommen. Wir haben wieder Leben in den Deutschen Bundestag gebracht, denn in anderen Parteien ist es nicht mehr möglich, unbeliebte Themen zu ignorieren oder sogar unter den politischen Teppich zu kehren. Wir sprechen alles an, was die Bürger in unserem Land bewegt. Und Millionen schauen wieder mit Hoffnung nach Berlin, denn mit uns gibt es wieder eine Fraktion im Bundestag, die sich um ihre Belange kümmert. Draußen auf dem Reichstagsgebäude steht das Motto dem deutschen Volke, wir haben es wieder in das Parlament zurückgebracht. Es werden Themen besprochen, von denen man in der letzten Zeit immer versucht hat, auszuweichen. Und wir rücken diese Themen wieder in den Mittelpunkt der Diskussion. Und ich denke, das ist gut für Deutschland und es ist gut für unsere Nation. Wir wachsen an unseren Aufgaben und sind inzwischen für die Konkurrenz zu einem ernstzunehmenden Gegner geworden, der sie nicht selten vor sich hertreibt. Und im Vergleich mit anderen Industrienationen liegt Deutschland bei der Forschungsförderung auf dem letzten Platz. Das ist schlichtweg ein Skandal. Schuld daran tragen die, die schon länger regieren, also vor allem CDU, CSU und die SPD, aber auch die FDP. Sie betreiben trotz anderslautender Lippenbekenntnisse, wir haben es heute wieder gehört, seit Jahren eine forschungsfeindliche Politik. Damit, meine Damen und Herren, muss endlich Schluss sein. Mit den Abgeordneten der AfD ist mehr Fachexpertise in den Verteidigungsausschuss eingezogen. Wir haben alle eigene Bundeswehrerfahrung gesammelt. Es werden Debatten geführt, die früher überhaupt nicht geführt wurden. Wir entscheiden sachorientiert und nicht nach Partei und beleben damit die Demokratie. Sie wollen sich dieses Parlament einfach nur zur Bühne machen, um gegen die Bundeswehr auszuteilen. Und die Bundeswehr ist doch gar nicht so schlecht, wie Sie immer sagen. Sie hätten den Wehrdienst nicht alle verweigern sollen damals. Wir wollen nur nicht, dass Streitkräfte eben zweckentfremdet eingesetzt werden. Und diesen Diskurs haben wir mit unserem Beitrag im Verteidigungsausschuss, aber auch im Parlament durch meine mittlerweile schon 16 Reden eröffnet. Und wir haben eine interessante Diskussion, die sich auch dadurch auszeichnet, dass uns die Medien genau zu diesen Punkten immer wieder fragen. Also AfD wirkt, auch im Bereich Verteidigung. Ja, wir haben das Land verändert. Wir reden endlich wieder über Themen, die Tabuthemen vorher waren. Und die Fraktion redet nicht nur über Politik und für Familien was zu tun. Sie tut etwas. Wir haben beispielsweise beschlossen, eine Progression auf Rädern. Das heißt, endlich schalten wir die kalte Progression auf, indem die Inflation automatisch berücksichtigt wird. Wir tun etwas für junge Familien. Wir haben einen Gesetzentwurf eingebracht, die Grunderwerbsteuer daran zu koppeln, wie viele Kinder man hat. Ab 3 Kindern zahlt eine junge Familie eben keine Grunderwerbsteuer mehr. Und last but not least, viele Gelder fließen ins Ausland für Kinder, die gar nicht hier leben. Wir werden jetzt einen Gesetzentwurf einbringen zur Indizierung des Kindergelds bei Kindern, die im Ausland leben. Also ihr seht, wir tun was, wir verändern das Land durch Handeln, wir wirken. Beispiel NetzDG, das Zensurgesetz, das von Heiko Maas letztes Jahr eingebracht worden und hier im Bundestag verabschiedet worden ist, ist eines unserer Hauptthemen. Wir kämpfen gegen die Zensur im Internet. Wir kämpfen für ein freies Internet. Wir kämpfen auch gegen die geplanten Uploadfilter, die das EU-Parlament neulich erst verabschiedet hat. Mit der AfD wird es keine Zensur geben. Mit der AfD wird es Meinungsfreiheit im Internet geben. Und darauf bin ich stolz. Der Altparteienpolitik des Abwirtschaftens stehen wir als dringend notwendiges Korrektiv gegenüber. Wie wir wirken, kann man in fast jeder Plenardebatte verfolgen. Aus unserer Sicht muss Gewalt gegen Polizeibeamte und Rettungskräfte konsequent und mit allen Mitteln des Rechtsstaates begegnet werden. Die Sicherheitskräfte stehen mit ihrer täglichen Arbeit dafür ein, dass Menschen in Not geholfen wird und die Sicherheit unserer Gesellschaft gewahrt wird. Stark für dich, stark für Deutschland unterstützt das Ziel, Respektlosigkeit gegenüber Einsatzkräften entgegenzutreten, und wir befürworten diese Kampagne daher ausdrücklich. Herzlichen Dank allen Sicherheitskräften für ihre tägliche Arbeit. Vielen Dank. Ich denke, diese Altparteien sollten hier mal den Fokus auf ihre eigenen Leute sehen, auf die Zusammenarbeit mit linken und linksextremsten Organisationen, die wir bei allen
fast allen Altparteien hier beobachten können, bei Linken, Grünen, bei der SPD-Nachwuchsorganisationen und anderen, die teilweise sich ganz offen mit der Antifa verbünden. Und wir sehen, dass hier das geradezu eine absurde Forderung ist. Ausgerechnet die Partei, die sich für Rechtsstaatlichkeit einsetzt, wie keine andere in diesem Hause, hier beobachten lassen zu wollen. Das Beste, was wir bisher bewirkt haben, das sieht man komplett themenübergreifend. Es wird endlich wieder lebendig diskutiert und wir haben es geschafft, dass wir unsere Themen setzen. Jede Bundestagssitzung dreht sich nur um die AfD und um unsere Themen. Wir setzen die Themen, wir treiben die anderen vor uns her. Und ich glaube, das mit dem Jagen, wie Herr Dr. Gauler angekündigt hat, das klappt schon ganz gut. Sie machen überhaupt keine Politik für Arbeitnehmer. Sie machen Klientelpolitik für die Gewerkschaften und vor allem für die Kameras, meine Damen und Herren. An vielen Themen waren wir ganz revolutionär dran, beispielsweise bei dem Thema Parteienstiftung. Dort haben wir einen Gesetzentwurf eingebracht, das heutige System der verdeckten Parteienfinanzierung an Parteistiftungen in Höhe von 600 Millionen per Jahr so zu verändern, dass das maximal ein Drittel an Staatsgeld kosten darf und an strenge Regeln der Kontrolle durch Bundesrechnungshof und andere Instanzen angelehnt werden muss. Ein Jahr AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Das heißt, dass die Etablierten nicht mehr so am Volk vorbeiregieren können, wie das früher war. Gerade diese Woche hat sich ein führender Grüner auf einer Abendveranstaltung darüber beklagt, dass die AfD neben dem Flüchtlingsthema jetzt auch die Zukunft des Verbrennungsmotors zu ihren Themen gemacht hat. Das ist nur ein Beispiel dafür, dass die Grünen nicht mehr so ihren Einfluss breit machen können wie früher. Dass die Grünen und alle die, die ihnen gerne folgen, am Volk vorbei regieren können. Nicht mehr so wie früher. Und das ist gut so. Ja, wir bringen die heißen Eisen auf die politische Tagesordnung, egal ob es um Syrien oder den Irak-Konflikt oder Russland geht. Ich denke, AfD wirkt. Wir verändern den politischen Diskurs in Richtung einer Außenpolitik, die auf die nationale Interessenwahrnehmung und die auf die Herstellung und Stabilisierung in der Welt ausgerichtet ist. Unsere Arbeit im Arbeitskreis Arbeit und Soziales, das ist richtig Arbeit. Ja, aber es macht Spaß, noch macht Spaß. Wer weiß, wie es sich langsam entwickelt, wie tief die Gräben sind, die uns angeblich trennen. Jetzt arbeiten wir mit voller Wucht an der Rente. Schauen wir mal. Also wir haben gezeigt, dass wir richtig gute Politik machen können. Wir treiben thematisch die Altparteien vor uns her. Nicht, dass wir Gesetzentwürfe oder Anträge durchbekämen, aber die Themen werden übernommen und dann von den Altparteien gespielt. Nehmt das Beispiel Diesel, Dieselskandale, Dieselaffäre, da sind die anderen voll auf Kurs. Nehmt das Beispiel Asylpolitik, da sind die anderen voll auf Kurs. Also direkt umgesetzt wenig, aber ohne uns sähe Deutschland viel, viel schlimmer aus. Deshalb ist es gut für uns und wichtig für uns und für Deutschland, dass die AfD im Bundestag als starke Fraktion weitermacht. Schlussendlich, was war das Beste? Wir haben 40% mehr AfD-Wähler als vor einem Jahr. Sie bringen den intellektuellen Stillstand und die gesellschaftliche Lähmung durch Gleichstellungstotalitarismus. Sie wissen genau, dass es keine europäische Lösung geben wird. Genauso wenig wie bei der Verteilung von Migranten in der EU. Dafür sind die Interessen einfach zu gegenläufig. Und genau dieses ständige Hinhalten durch Verweis auf eine europäische Lösung ist es, was die Menschen in Deutschland und Europa frustriert und zu Recht mehr nationale Souveränität zurückfordern lässt. Angegrapschte Frauen hören, wenn du das nicht willst, musst du Kopftuch tragen. Im Land, in dem man gut und gerne lebt, als Ausländer. Langsam genug davon, nicht für unsere Weiter-so-Regierung. Sie will Migration nicht bekämpfen, nur steuern. Sie hat bereits den Verlust des inneren Friedens auf dem Gewissen. Ist das Schaden vom deutschen Volk wenden? Gehört so jemand auf die Regierungsbank? Wir sagen doch wohl eher auf die Anklagebank. Sie sind auf der ganzen Linie gescheitert. Sie haben nichts erreicht.
außer mit allen Kniffen und Listen noch etwas länger auf dem Sessel einer Kanzlerin zu sitzen, die einer längst schon innerlich zerbrochenen Koalition vorsteht. Und dafür spalten Sie Deutschland, dafür spalten Sie Europa, dafür spalten und zerlegen Sie Ihre wackelige Koalition und am Ende Ihre eigene Partei. Machen Sie also dem Trauerspiel ein Ende und treten Sie bitte ab. Frau Bundeskanzlerin, Frau Merkel, es tut mir leid, Sie sind gescheitert. Und einen Neuanfang wird es mit Ihnen nicht geben. Es wäre deshalb gut und richtig, wenn Sie diesen Platz räumen würden. Ich bedanke mich.